Hallöchen, Leute, und willkommen zu Let's Play Secret of Evermore für den Super Nintendo. Das letzte Mal haben wir haben aufgehört kurz vor dem dunklen Wald, haben unseren ersten Boss in Gothica umgenudelt und haben hier schon mal einen neuen Gegnertypen und befinden uns jetzt im dunklen Wald. Das Ganze ist, quasi wieder mal eine Art Labyrinth. Allerdings gibt es da ein, zwei Geheimnisse zu entdecken. Und zwar, wenn wir einfach dem Weg hier folgen, wenn ich mir das jetzt alles richtig notiert habe, hoffe ich, gehen wir wieder nach unten und nach unten. Nochmal ein neuer Gegnertyp, den werden wir natürlich auch nochmal kurz vorstellen. Jetzt ist er weg, jetzt ist er wieder da. Ah, und tot. Wunderbar. Moment, nochmal nach unten, dann müssen wir zweimal nach rechts, nochmal nach rechts, zweimal nach unten, einmal nach links, dreimal nach unten. Oh, es ist schön, wenn man sich alles notiert hat, dann irrt man nicht stundenlang hier rum. 1, 2, du stirbst. Ich könnte noch meine Lanze ein bisschen aufleveln. Das ist wirklich ein geiler Zauber, wenn der aufgelevelt ist. Der ist sehr gut. Bam. Macht jetzt auf Level 2, muss ich sagen, schon beachtlichen Schaden. Piu. Piu, piu. Der hält einiges aus. Stirb. Danke. Unten bin ich jetzt zweimal oder ich bin schon dreimal nach unten. Dann nach links. Dort treffen wir auf einen Alchemisten. Dieser Alchemist hat für uns einen sehr wichtigen Zauberspruch. Entweder bist du bescheuert oder sehr mutig. Es ist gefährlich hier. Sorry, aber dies hier ist eine Sackgasse. Sie finden uns nichts. Hör zu, wenn du gerade hier bist, werde ich dir eine Formel verraten. Sie heißt Frischzellen. Ja, mal wieder ein absolut genialer Spellname. Setze sie ein, bevor du alle Kraftpunkte verlierst. Du wirst dann deine alte Stärke wieder erlangen. Nicht schlecht, oder? Und Frischzellen ist quasi der Heilzauber schlechthin. Im Englischen heißt er einfach nur One-Up. Der alle KP heilt. Dementsprechend braucht er auch eine Wurzel, die ist relativ günstig, aber auch eine Feder, die richtig teuer sind. Aber er hat ein paar Zutaten für uns, sehe ich gerade. Schauen wir mal. Ich habe leider nicht mehr viel Geld. Meine Güte. Ich muss mal, glaube ich, ein paar Gegner umhauen, dass ich hier wieder ein bisschen zu Geld komme. Ein paar Pilze kaufe ich mir noch und dann ist aber auch gut. So. Das wäre das erste wichtige Geheimnis in dem dunklen Wald. Diesen Spell auf jeden Fall mitnehmen. Wir schauen weiter. Und ich hoffe, dass ich hier jetzt irgendwie auch wieder rauskomme. Gucken wir mal. Denn dieser Wald ist wirklich komplett labyrinthartig angeordnet. Es ist... Gothica ist in der Hinsicht wirklich schlimm. Man ist nur in irgendwelchen Labyrinthen unterwegs und... Ach Gott. So, da bin ich zum Beispiel schon mal falsch. Ich glaube aber, es ist eine bessere Möglichkeit, erst mit der Feder wieder rauszugehen und dann wieder reinzugehen. Mit der Feder, sage ich, mit dem Flügel. Dürfte der wesentlich kürzere Weg sein. Denn es gibt einen kleinen Trick, um durch diesen dunklen Wald durchzukommen, der eigentlich recht einfach ist. Und zwar seht ihr immer... Wenn der Bildschirmübergang funktioniert. Sehr gut. Seht ihr immer diese komischen schwarzen Dingers auf dem Baum? Solange ihr denen folgt, könnt ihr eigentlich sagen, dass ihr so ziemlich auf dem richtigen Weg seid. Das heißt, wenn auf einem Bildschirm so ein Dingens ist, dann seid ihr einigermaßen richtig. Und ich glaube, ich bin jetzt hier zum Beispiel ziemlich falsch. Denn hier ist keins von diesen schwarzen Pluster-Eulen-Dingern, was auch immer. Deshalb gehen wir hier mal nach links. Da ist wieder eins. Da gehen wir nach oben.
Da ist auch wieder eins. Zeichen nach links. Okay, hier ist eins. Da ist eins. Da gehen wir nach unten. Da geht es in keine andere Richtung. Da ist auch eins. Wir gehen mal nach links. Schauen wir mal, ob da was ist. Nee, also sind wir hier falsch. Wieder zurück. Nach rechts. Und hier haben wir wieder so ein Viech. Also es ist eigentlich recht einfach, hier durchzukommen. Nur die Geheimnisse zu finden, ist wirklich schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Nach unten? War das richtig? Nee, das war falsch. Wieder nach oben. Oben, nach oben, nach oben, nach links. Ich sollte ein bisschen was auf den Weg umhauen, dass ich zumindest noch ein paar Erfahrungspunkte kriege. Da ich dann im letzten Gebiet Assitopia wirklich nicht komplett abstinken möchte, denn da werden die Gegner tatsächlich ein bisschen härter als hier. Na komm schon. Außerdem will ich meine Waffen natürlich, obwohl, ich glaube, meine Waffe level ich erst auf, wenn ich, mein neues Schwert habe. Denn das ist richtig gut. Vorerst. Nach unten. Du stirbst auch. Du kriegst wieder die Lanze hier übergebraten. Piu! Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Bums. War hier jetzt ein Plusterviech? Ja. Gehen wir nach unten. Und da bin ich immer noch richtig. Okay, wunderbar. Immer noch richtig. Gut, hier geht's auch noch weiter. Vielleicht, wenn wir Glück haben und ich es hinkriege, kann ich euch beim nächsten Boss ein einziges Mal einen ganz klitzekleinen Glitch zeigen, den ich allerdings dann auch nur dieses eine Mal verwenden werde, der, wenn ihr mit dem Spiel nicht zurechtkommt, euch einiges einfach machen dürfte. Laufe ich jetzt noch in die richtige Richtung? Huiuiui. Da lang, okay. Da sind wir auch noch richtig. Da geht es nur nach unten. Gut, das sieht auch noch gut aus. Da schauen wir mal. Da müsste ich jetzt theoretisch richtig sein. Da. Hoch. Nee. Wieder zurück. Ich hoffe, ich gehe jetzt gerade nicht den ganzen Weg wieder zurück. Dann würde ich mich einfach wahrscheinlich erschießen gehen. So. Da ist immer wiederum falsch. Also gehen wir da lang. Ah, wunderbar. Ja, hier treffen wir auf den nächsten Miniboss. Und zwar die Brücke der Morph-Kopierer. Wir treffen auf unseren Doppelgänger, der ziemlich Banane ist. Wenn mich jetzt nicht alles ganz schwer täuscht, hat ein Doppelgänger 999 KP oder sowas? Müsste ich mich jetzt täuschen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls eigentlich recht einfach. Ich kann mal versuchen, diesen lustigen Glitch zu zeigen. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Doch. Ja. Funktioniert an sich recht einfach. Ihr wählt mit Select den Hund aus. Hund aus. Öffnet mit X das Menü des Helden und castet einfach, was das Zeug hält. So könnt ihr das mehrfach hintereinander machen. Ist wirklich sozusagen die billige Lösung, wenn ihr nicht richtig mit dem Spiel zurechtkommen solltet. Ich glaube, das geht bis zu 8 Mal, wo ihr diesen Zauber ausführen könnt. Ist ganz gut zum Leveln, aber naja. So. Jedenfalls haben wir die erste Inkarnation unseres Doppelgängers vernichtet und er haut uns gleich mal einen Orkan-Tornado um die Ohren. Finde ich sehr nett. Dafür kriegt er einmal eine Faust auf den Kopf. So. Und einmal noch. Au.
Ja, wenigstens macht der jetzt mal ein bisschen Schaden. Im Gegensatz zu den vorherigen Bossen. Aber auch das wird schnell beendet. Mit der Faust. Und alles macht Boom. Hier explodiert immer alles. Das ist unglaublich. Sehr gut. Und wir erhalten Excalibur, das Level 3 Schwert, das ich jetzt auch erstmal eine ganze Zeit lang benutzen werde. Das wesentlich stärker ist als der Speer. Und entsprechend auch mir von der Geschwindigkeit her angenehmer ist. Wow, ich habe den Kampf beobachtet. Du bist stark, du bist viel stärker als dein anderes. Ich kann es zwar nicht verstehen, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. So. Auch nach dieser Brücke kommen wir wieder in einen Abschnitt des dunklen Waldes. Und auch hier gibt es wieder ein kleines Geheimnis. Und zwar gehen wir erst nach rechts. Wir gehen nach oben. Wir gehen nach rechts. Wir gehen nach oben. Und zweimal, nee, dreimal nach rechts. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und da treffen wir den Oglin, den wir vorhin befreit haben. Hi, 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 deine Güte ist bewundernswert. Mich aus dem Brunnen zu retten war eine gute Tat. Du hättest mich dort auch verenden lassen können. Nimm dieses Geschenk als Zeichen meiner Anerkennung. Und wir bekommen den letzten seltenen Gegenstand im Spiel. Damit haben wir hier zumindest 100% abgeschlossen. Wir bekommen die Drachenmünze oder Wizard's Coin in der englischen Version. Erhöht die magischen Abwehrkräfte des, Kräfte des Besitzers. Das heißt, erhöht unsere magische Abwehr. Auch sehr praktisch. Diese Drachenmünze bekommt ihr nur, wenn ihr vorher die Teufelskutter eingesammelt habt. So, und jetzt muss ich nochmal schauen. Wir müssen nochmal... Nee, halt. So. Jetzt müssen wir dreimal nach unten. Ich sollte echt meine Waffe hier auf... Okay. Dann eben nicht. Dreimal nach unten insgesamt. 1, 2, 3. Stirb, elendiger Drache. Ich mach dich fertig, du Sauhund. Ey. Ey. Na los, komm. Au. So. Ja, okay. Hat das jetzt irgendwas für meine Stufe gebracht? Ich denke nicht. Nö, überhaupt nichts. Sehr gut. Ich glaube, ich muss da mal in Ruhe wieder offscreen ein bisschen leveln. Jedenfalls gehen wir zweimal nach rechts. Eins, zwei und ach, das ist doch nervtötend. Einmal Lance. Ey, wo war die Lanzenattacke? Nochmal bitte. Danke. Wow, da war die zweite. Okay. Die kam ein bisschen spät. Dann nochmal nach rechts. Ups. Naja, egal. Machen wir es halt so. Nochmal. Bam, bam. Piu, piu. Dann nach oben und nach links, sobald wir an dem Minus hier vorbei sind. Stirb! Okay, dann gehe ich halt so nach links, wenn du nicht willst, dass ich dich umhaue. Und ab hier gehen wir dann nur noch nach oben. Aua! Ich hasse dich, du blöder Drache. Danke. Oben. Und wir sind schon beim nächsten Boss. Beim, ich glaube, das ist der Baumdrache, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, die Bosse kommen hier jetzt in kurzer Folge. Jups. Und dem kann ich eigentlich auch wieder ein bisschen Lanze leveln. Au, wow, wow, das war Hundi. Wow. Das war dumm. Na komm schon. Eigentlich auch kein großes Problem. Den werde ich jetzt aber wirklich ohne meine Faust angehen.
Das braucht es bei dem hier wirklich nicht. So. Einmal. Bums. 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 Na, komm schon. Hey. Das hat wehgetan. Blödes Ding. Komm schon. Kriegst halt noch eine Lanze auf den Kopf. Und das war's auch schon. Auch wieder total Banane, der Boss. Aber es gibt viele Goldmünzen. Yay! Dafür erhalten wir dann den Elfenbeinspeer. Den ich jetzt allerdings nicht verwenden werde. Ich bleib, auch wenn der Speer ein bisschen stärker ist, bei meinem Schwert. Ist mir persönlich lieber. So, wir sind endlich da angekommen, wo wir ankommen wollten. Da können wir noch nicht durch. Da brauchen wir erst eine andere Waffe für. Aber wir können jetzt gehen zum zur Kanalisation. So, jetzt will ich mal gucken, wo da waren auch die ganzen versperrten Wege. Ja, sehr gut. Ach ja, ist es schön mit den Labyrinthen hier in Gothica. Es gibt so viele tolle Arten von Dungeons, aber wir machen einfach 1000 Labyrinthe hin. Komm schon. Da komme ich nicht hin. Da komme ich auch noch nicht vorbei. Die Ratte kann mich mal. So. Ich. Ah, wunderbar. Da komme ich. Nee, muss ich da lang? Nee. Ah, da sind Kisten. Da will ich irgendwie hin. Bitte. Falls möglich. Wäre voll cool. Nee, gar nicht. Naja. Waren wahrscheinlich eh nur Zauberperlen oder sowas drin. So. Geh weg. Stirb. Komm. Geh tot. So. Mann. Biesternaffen aber auch. Wenigstens nicht so schlimm wie die Flatterschädel. Die sind unglaublich nervtötend. Und ich komme an der Ratte nicht vorbei. Ich könnte wahrscheinlich einfach drüber laufen, aber nee. Nee, keine Chance. Die Ratte ist zu groß, als dass ich vorbeilaufen könnte. Sie versperrt mir den Weg. Oh nein. Honig, darf ich jetzt vorbei? Danke. Das sind auch wieder Kisten. Oh je, ich glaube, ich habe mich ganz fürchterlich verlaufen. Ja, da war ich schon mal. Ich glaube, ich möchte nach oben. Daran vorbei, das sind diese zwei Kisten. Da komme ich aber noch nicht hoch. Ha. Kam ich da jetzt irgendwo? Ja. Da. Da. Okay. Danke, Hundi. Oh, da habe ich die Ratte wohl erwischt. da ist nix. Yay. Stirb. Danke. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ja, hier komme ich wieder raus. Und ich starte wieder in einem Kerker. Diesmal mache ich allerdings ein Safe State, denn auch hier gibt es einen kleinen Glitch. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wie genau das war.
Denn es gibt tatsächlich die Möglichkeit, das Spiel unspielbar zu machen, indem man eine bestimmte Tür als letztes öffnet. Da fängt das Spiel aus irgendwelchen Gründen an, rumzuglitschen. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht, welche Tür das genau war. Oh Gott. Euch liebe ich ja. Euch liebe ich. Oh ja. Komm schon. Was macht der blöde Hund da eigentlich? Aua. Ich sehe da hinten nichts. Wie soll ich da irgendwas treffen? Komm schon raus, du Dingens. Na los. Tot? Ja? Nein? Vielleicht? Ja. Sieht mir ziemlich tot aus. Dann einmal hier rein. Da kommen wir auch wieder in. Okay. Da kommen wir wieder raus. Da ist eine Spinne gewesen. Hier ist auch wieder ein Spinnchen, die mir allerdings durch mein Insektengeblubber-Zeug nichts mehr antun können. Und ich glaube, hier war auch noch was drin. Oh ja, eine Wächtereinheit. Die sind immer noch bösartig und gemein. Au, wow. So, mal heilen hier. Ja, trotz hohem Level unbesiegbar bin ich nicht. Was hatten wir hier noch? Ja, nicht. Ah, doch, hier kam ich dann raus, genau. Wir befinden uns jetzt in Terrorfels. Da ist ein bisschen was versperrt. Wie man sieht, ist alles ein bisschen verödet. Aber wie man vielleicht auch bemerkt, es sieht ziemlich genauso aus wie der Chaosturm, interessanterweise. So, schauen wir mal. Denn dort gab es auch zwei Geheimnisse. Ein sehr, sehr nettes Easter Egg und eine Alchemieformel. Schauen wir doch mal. Hier ist verschlossen. Na los. Hier ist verschlossen. Hier ist verschlossen. Hier ist offen. Und hier treffen wir auch auf einen Händler. Wen haben wir denn hier? Du bist weder aus Chaosturm noch aus Terrorfels. Richtig, ich bin aus Großostheim. Großostheim, was für ein seltsamer Name. Ist dir mein Name bekannt? Mein Name ist Snoffla. Und das ist so ziemlich das größte Vergehen, was man in dieser Übersetzung überhaupt begehen konnte. In der Originalübersetzung heißt dieser Charakter Cecil. So ziemlich jedem Square-Fan wird bekannt sein, dass Cecil der Hauptcharakter aus Final Fantasy IV war, den die Entwickler hier als Easter Egg eingeführt haben. Kennst du mein Secret über Alphons? Keine Ahnung. Es ist halt so, dass er in der englischen Version über seine ganzen Verdienste erzählt, die er in Final Fantasy IV geschafft hat. Wenigstens seine Verliebte, die im Original Rosa heißt, haben sie noch einigermaßen so gelassen mit Rosi. Aber das ist wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich, was die hier gemacht haben. Das ist grausam, schlecht, verkehrt und schlecht und grausam. Ja, die haben quasi damit ein Easter Egg vernichtet. Finde ich ganz interessant. Man kann davon leben, aber das Geschäft geht zurück. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Leute nach Kaustum gingen. Ist seine Heimat, der bleibt natürlich noch hier. Und wir können uns bei Cecil Rüstung kaufen. Das ist die beste Rüstung, die ihr in Gothica finden könnt. Die Drachenklaue, die Neonweste, der Ritterhelm. Und wenn ihr das alles kauft, kriegt ihr ein kleines Geschenk, eine prächtige Waffe, die ihr vor einer langen Zeit fand im Dschungel auf dem Plateau, nämlich unsere Bazooka. Inklusive einer einzigen Donnergranate. Das heißt, ich kann die Bazooka genau einmal feuern, soweit.
Aber ja, ich könnte sie jetzt verwenden, was ich allerdings natürlich nicht tue. Werde mich vorher nochmal einkleiden in die Neonweste, den Ritterhelm und die Drachenklaue. Und ich glaube, Hundi hat sein Silberhalsband schon, ja. Okay, gut. So. Und scheinbar kann Cecil sich auch teleportieren, denn auf einmal ist er hier. Naja, egal. So. So, und dann holen wir uns noch die Alchemie-Formel, die es hier gibt. Wenn ich mich noch dran erinnere, wo es die gibt. Moment. Ja, da ist der Laden, da waren wir eben drin. Da kommen wir nicht rein. Da komme ich auch nicht. Komme ich da vorbei? Nee. Ich glaube, das war nicht mal so offensichtlich versteckt. Offensichtlich versteckt. So. Da, genau. Hier gehen wir. Das, ich finde immer noch, dass das hier irgendwie merkwürdig aussieht. Na, egal. Ethanol. Und Kristalle habe ich aber schon mehr als genug von. Da habe ich mich ja reichlich eingedeckt. Wir gehen weiter nach oben. Wasser. Dürfte ich da bitte durch? Ich will da rein. Oder war das woanders? Kam ich da irgendwie noch über einen anderen Weg hinauf? Oh, ich weiß es nicht mehr. Oder war das von außen? Nee. Oder musste ich da von außen irgendwie rein? Oh je. Ja, hier, genau. Einmal Essig, braucht kein Mensch. Und Kalksteine. Und hier haben wir eine alte Dame, die mich total süß findet und uns eine neue Formel gibt. Nämlich die Etappenkraft. Ist quasi ein einfacher Regenerationsroboter, der über Zeit unsere HP regeneriert. Relativ unspektakulär. Ein bisschen Wasser hole ich mir noch mit. Wachs kann ich auch immer gut gebrauchen. Lehm habe ich kaum noch, meine Güte. So, mal wieder auffüllen hier. Okay, wunderbar. Jetzt möchte ich aber noch ganz kurz wissen, ob ich da in das andere Stockwerk noch irgendwie reinkomme. Nö. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Naja, egal. Miau. Miau. Darüber? Nö. Darüber? Nee. Doch, bevor wir uns in das Schloss wagen, werde ich diesen Part hier vorerst beenden. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.